Ja, ich muss mal vor dem Video eine ganz kleine Ankündigung machen. Mir ist da was ganz Blödes passiert. Und zwar habe ich die komplette Aufnahme, das war unsere letzte Space Engineer Session. Warum auch immer, sie ist auf einmal weg gewesen. Keine Ahnung, ich habe sie eigentlich nicht gelöscht, aber sie ist nicht mehr da. Zum Glück, das ist das Gute, wenn ein zweiter aufnimmt, kann ich so Nikos Sicht nehmen. Das heißt, ihr werdet jetzt die letzten Folgen komplett Nikos Sicht erleben. Da nochmal ein Danke natürlich an ihn, weil sonst wäre das blöd. Sonst hätten wir das nochmal aufnehmen müssen und das wäre irgendwie langweilig gewesen. Ich wünsche euch jetzt aber Spaß und ja, das war's eigentlich. Viel Spaß. Warte. Nein, oder? Was denn? Kein Jump Drive. Nee, nicht jetzt. Ich traue mich gerade eben nicht auszusteigen. Kriegst du das Schiff angehalten? Ja, noch nicht. Ich gehe noch ein bisschen weiter nach oben. Du siehst jetzt auch die Kilometeranzeige nicht mehr. Das bedeutet, wir sind nicht mehr... Wir haben es geschafft! Hat jetzt lange gedauert. Wir haben es geschafft! Wir sind weg von diesem Scheißplaneten! Wir sind zurück im Weltraum, zu Hause. Oh, ey. Ich bin gerade voll happy. Ja, das hat jetzt ein bisschen gedauert. Ja, aber... Aber es hat letztlich funktioniert. Jetzt halten wir das Ding an. Leck mich am Arsch, ey. Wir haben es endlich geschafft, Marcel! Wir sind raus. Jetzt knallt das Schiff runter. Oh, leck mich. Ich glaube, einer von den Gravity-Dingern muss auf 0. Ich glaube, auf 1, weil... Ja, wirst du ja sehen... Also ich werde sehen, wenn ich gleich aufstehe. Warum? Wie, warum? Ja, warum muss einer auf 0? Weil auf 0 bist du gerade sozusagen, also richtig waagerecht. Und wenn du 1 oder minus 1 machst, dann... Hast du doch auch 1. Ja, aber das ist hier irgendwie anders. Weil es geht darum, ich glaube, wenn mal einer macht die horizontalen, der andere macht die vertikal und einer von beiden muss halt auf 1. Und welcher macht was? Ey, das weiß ich jetzt. Ich glaube, der sphärische oder so. Ich habe keine Ahnung. Wir werden aber irgendwie wieder schneller, ne? Ja, ich weiß. Also, soweit ich weiß, ist der Mond ja eigentlich kein Planet in dem Sinne, ne? Weil er ja keine Atmosphäre hat. Ja, theoretisch. Weil der Mond ja da hinten ist. Aber ich würde sagen, er hat hier bestimmt trotzdem eine. Meinst du? Ach, scheiße. Ja, ich weiß auch, warum wir schneller werden. Weil Trägerstoffe noch an sind? Nee. Aus sind? Nee. Warum? Also es ist egal. Weil die Hydrogenwasser noch an sind? Nein. Warum? Ja, warum? Vorne, hinten, oben, unten. Ja gut. Aber ich drehe das Schiff einfach hier so dagegen, ist egal. Sind deine Frames eigentlich wieder so eingekriegt, oder? 15. Ja, bei mir sind die auch anders. Also das ist nicht so geil, aber der Simulation Speed ist wieder okay. Ja, Durchschnitts FPS habe ich bei 19 von der gesamten Aufnahme. Ja, ich bin jetzt gerade bei, keine Ahnung, jetzt geht's wieder ein bisschen hoch. Ja, so weiter wir uns entfernen vom Planeten. Ja. Also wir sind langsam, stehen wir. Da muss ich mich mal wieder gegendrehen, weil wir wieder schneller werden. Ja, soll ich mal aussteigen? Nee, noch nicht. Weil wir sind immer noch zu schnell. Fliegen immer noch über 30 Meter diese Sekunde. Jump Drive? Kannst du nicht kommt einfach die Hydrogenfaste ausmachen? Das bringt doch nichts, wenn wir seitlich fliegen. Seitlich? Wir fliegen seitlich, natürlich. Wieso fliegen wir seitlich? Ja, weil wir seitlich fliegen. Aber wir stehen doch parallel zum Planeten. Ja, das ist ja egal. Wir sind aber irgendwie seitlich gekommen. Und aus dem Grund hat das Schiff halt angefangen, wieder schneller zu werden. So, jetzt fliegen wir in eine andere Richtung. Ich sehe nichts. Sorry, aber... Du siehst doch, wie schnell das Schiff wird. Ja, aber ich sehe... Ja, du siehst die Sterne. Ja, siehst du die Sterne? Ich sehe ganz viele Sterne. Die uns da, aber die uns entgegenkommen. Ja. Das zeigt dir, in welche Richtung wir gerade fliegen. Und irgendwie werden wir nicht langsamer. Hat dein Plan ja super funktioniert. Ja, eigentlich schon. Eigentlich müsste das gehen, oder mal. Ja, aber trotzdem müsste doch... Ach so. Okay, wir sind in die andere Richtung. Nee. Alter, bleib doch mal stehen, du Dreckschiff. Ja, aber eigentlich müsste doch, wenn du alles ausmachst, die Hydrogenswasser das Schiff anhalten. Weil du doch keinen... Ja, aber wie? Die müssten uns jetzt auch anhalten, aber wie sollen sie das tun, wenn die nach rechts und links
nichts haben, um zu stabilisieren. Stabilisieren, ey. Es kann uns nichts anhalten. Nie wieder. Ja, was machen wir jetzt? Ja. Wenn also die durchs All schippern oder was? Ja, theoretisch ist das sowieso unser Schicksal. Wir sind ja Space Engineers. Du siehst sogar an den einzelnen Gegenständen, sage ich, naja, Luft nicht, aber hier irgendwas abschimmern. Muss. Irgendwann müssen wir wieder langsamer werden. Vielleicht. Huch. Da bin ich aus Versehen rausgetappt. Ja, hoppala. Steuerung X. Schiff weg. Ja, schön, wenn wir dann bei 200 Stundenkilometer Meter pro Sekunde sind. Ja, wir brauchen halt Thruster zur Seite. Ja, aber das Problem ist halt, wir kriegen die so nicht dran. Ach, papalapap. Papalapap. Sobald wir ganz, ganz langsam werden. Gibt es nicht drei Planeten? Der Mond zählt hier immer noch als Planet mit. Dein Ernst? Ist ja lame. Also es gibt den Alien-Planeten, es gibt so einen Mars-Planet, der, glaube ich, da hinten sein soll. Ist das da nicht der Alien-Planet? Ja, Alien- und Mars-Planet. Ja, aber achso, das ist ja zusammen, oder was? Nee, das sind zwei verschiedene. Ja, aber ich meine, da rechts von uns, das müsste doch... Ach, da hinten ist noch einer. Ja, okay. Also ich vermute mal, dass... So ja, ich habe den kleinen Kreis da hinten gerade nicht wahrgenommen. Okay. So, jetzt wäre schön, wenn wir mal stehen bleiben können. Dann kann ich ja den Projektor wieder anmachen. Ja, theoretisch. Vielleicht verlangsamt uns der ja. Na, ich glaube nicht. Auf diesem Planeten fliegen wir nie wieder. Nie wieder. Das wird unsere Arbeiterkolonie. Wir werden die auf dem Alien-Planeten die Spinnensklaven holen, weißt du? Und die müssen dann für uns Ressourcen erfüllen. Ja, du hast doch die Gegner ausgestellt, oder nicht? Ja, mach ich sie halt wieder an. Damit wir sie versklaven können. Ich finde, das ist ein guter Plan. Ja. Ist du etwa mein Feind? Ich? Ja, ich du scheinst mir nicht sehr davon begeistert zu sein. Nein, alles gut. Dann ist gut. Versklav du nur. Habe ich wenigstens meine Ruhe. Ja, du wirst das Ganze beaufsichtigen. Nee, du kannst nicht mal. Das sind deine Sklaven, also kannst du sie auch beaufsichtigen. Nee, du beaufsichtigst sie. Du hast dann dafür deine Lakaien, die beaufsichtigen müssen für dich. Also versklave ich Leute, um Leute zu versklaven? Ja. Hm. Und dann werden wir ein Imperium aufbauen. Aber wer hat diese blöden Windows-Tastaturen eigentlich designt? Ja, ich glaube, das Imperium kann besser vom Planeten weg als wir. Und die können, glaube ich, auch anhalten. Die Frage ist, halten wir dann auch an? Nein. So, die Frage, in welche Richtung wir jetzt wieder schneller werden, ey. Ah, die, alles klar. Drehen! Sobald wir langsam sind, müsste man eigentlich raus und schnell... Schnell mal hier rauskommen. Ja, klar. Und wie werden wir langsamer? Soll ich wieder aus? Jetzt sind wir wieder schneller. Wir werden immer noch langsamer. Sind wir schneller? Ja, das Problem ist ja, das ist so willkürlich. Du kannst nicht einfach mal eben aussteigen. Ja, man kann schon. Ja, wobei, eigentlich müsste die Schwerkraft uns halten. Im Schiff ja, theoretisch. Eigentlich müsste ich jetzt einfach aufstehen können. Ja, aber ich bei der Geschwindigkeit, lass mal. Warum? Eigentlich dürfte das keinen Unterschied machen. Ja, auf dem Planeten, ich bin einfach durch eine Scheibe geflogen, die nicht kaputt gegangen ist. Jetzt könntest du es versuchen. Ah! Okay, Moment. Ja. Ja, nein. Ich glaube, Wo bist du denn hingelandet? Ich bin einfach nach hinten geflogen. Wie nach hinten?
glaube, die Gehkraft ist irgendwie kaputt. Ich weiß halt auch nicht, das Schiff... Ah, da steht nach oben, okay. Alles klar. Deshalb, ja, das Schiff steht halt so, dass ich halt, wenn du aufstehst, einfach nach hinten fällst. Ja. Und wir hatten auch gerade eine Gehkraft von 1,4, glaube ich. So, warte mal, stehst du gerade? Nein. Soll ich? Ja, wenn es jetzt mir mal sagen können, was hier passiert. Aber ich muss das Schiff. Stehe. Stehst du gerade? Weil ich nicht Schiffberg ist an. Nein. Okay, warte. Wo ist jetzt der andere Scheißgenerator? Wir haben. Ah ne, hier. Was jetzt? Nein, jetzt treibe ich einfach nur durch den Raum. Und jetzt? Immer noch. Und jetzt? Immer noch. Ha. Wir haben 0G, ja. Das ist nichts. Ah! Ja, wir sind auch viel. Ah! Okay. Welchen hast du jetzt angemacht? Den normalen Schwerkraftgenerator. Hi. Ja, okay, das Schiff steht halt, ich stehe auf dem Cockpit von dir drauf. Nein, ich stehe auf meinem Cockpit drauf. Welch Frevel. Ja, das Schiff steht halt doof, ne? Kriegst du das nicht gekippt? Nach vorne? Warte mal, ich steh mal selber auf. Ja, das Problem ist, dass das Schiff ja auch noch fliegt. Ja. Versuch das mal einfach langsam zu halten. Wie? Ich habe keine Ahnung, wie du das gemacht hast. Ich hab's immer in eine Richtung gedreht. Du siehst immer, wo die Sterne sind. Also da kommen immer Sterne in den Weg. Ja. In den Weg ins Bild. Ja. Und je nachdem, in welche Richtung die kommen, musst du halt da mal gucken. Ich versuche mal. Alter. Was passiert jetzt? Ich zünde jetzt die Bombe. Ja, aber wie steht das Schiff jetzt? Das spielt überhaupt keine Rolle, wie das Schiff steht. Wir fallen nach unten, wenn wir aufstehen. Ja, das spielt aber dafür trotzdem... Boah, Alter, was ist denn mit diesem scheiß fucking Jetpack los? Machen wir Trägheitsdämpfer aus hier. Was soll denn das für ein Scheiß? So. Wir müssen... Ich kann das nicht langsam halten. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Muss ich mich zu der Richtung drehen oder dagegen? Nee, entgegengesetzt. Also so, dass mir die Sterne entgegenkommen. Ja, genau, ja. Also what the holy moly fuck. Ich brauche hier mal kurz, oder? Ich muss mir mal hier was bauen. Ich komme hier nämlich nicht mehr weg. Kontrollgedöns. So, zack. Ah, ja, okay, ich falle hier durch, alles klar, kein Thema. So. Generator. Okay, der ist es nicht. So, na, das ist doch schon mal richtig jetzt. Was machst du denn jetzt? Ich habe jetzt erstmal dafür gesorgt, dass wir wieder waagerecht im Schiff stehen. Ist das jetzt so? Ja. Was hast du jetzt gemacht? Ich habe den einen Generator richtig eingestellt. Auf null. Damit wir halt immer waagerecht zum Schiff stehen. Ich seh nicht! Ich muss irgendwo... Alter, what the fuck? Ja, wir müssen halt irgendwie langsamer werden. Ich bin ja dabei. Ich würde gern zur Seite noch welche bauen. Was? Ich frag mich halt immer noch, was da halt so einen Antrieb gibt. Das hab ich halt immer noch nicht verstanden. Wir sind in der Schwerelosigkeit. Ja, aber eigentlich. Bedeutet. Ich kenn das halt nur mit den normalen Triebwerken. Wenn du die ausgemacht hast, hast du halt irgendwann angehalten. Nee. Weil du. Ja, du bist. Ja, so. Du konntest aber abbremsen, wenn du nach vorne gedrückt hast. Oder nach hinten. Ja, aber wenn wir, sag ich mal. Ja, theoretisch, aber wenn wir ein Stück nicht, sagen wir, nicht perfekt die Position haben, ja, in die Richtung, die wir fliegen, dann fliegen wir einfach in die andere sozusagen weiter. Wenn wir langsamer werden, dann werden wir wieder schneller. Weil es gibt ja nichts, was uns dann in dieser Position bremst. Und dafür bräuchten wir seitliche Thruster noch, die stabilisieren. Ich kann natürlich mal versuchen, kurz hier was zu bauen, dass das Schiff irgendwie mal anhält.
Allerdings. Was denkst du? Gibt's einen Extremstopper? Boah, wie kann ich das machen? Warte mal, ich kann normale Triebwerke nutzen dafür. Wie schnell sind wir gerade? 76. Wir werden wieder schneller. Okay. Scheiße, warte mal, oh, das kurz. Ey, du kriegst das, das ist so behindert. Ne? Okay, I see the Weltraum. Ich würde mich gerne hier irgendwo festschneiden. Okay, wir werden gerade extrem langsam. Okay, okay, okay. Okay, okay, sehr gut. 20. 15. Jetpack an. Ich würde mich hier echt gerne irgendwo festschneiden. Okay, wir werden wieder schneller. Oh, diese behinderten Sterne, können die sich nicht einfach mal in eine Richtung bewegen? Müssen die sich alle 5 Minuten oder alle 5 Sekunden... Oh, fuck, Mann! Was denn? Ich komme nicht durch dieses dämliche... ich bin fast rausgepackt. Ich komme hier... Warum kann ich mich hier nirgendwo... Alter! Das ist echt nicht einfach, du. Wir sind wieder bei 100. Ja, ich sehe es. 140. Ich muss es nur schaffen, hier an der Seite ein scheiß Triebwerk ranzubringen. Ich weiß nicht mehr genau, wo du bist. Ich bin gerade in unserem komischen Beobachtungsdeck. Ja. Ach, ich mache jetzt noch ein Loch hin, ey, am Arsch. Können wir zubauen. Warum kann ich? Das wäre voll gut, wenn ich mich hier fest sein könnte. Da könnte ich nicht wegfliegen. Schwerelosigkeit. Warum haben wir da nicht vorhin dran gedacht? Ja, das ist eine gute Frage. Ich mach die jetzt mal aus. Einfach nur um zu gucken, ja? Einfach nur, weil ich mal wissen will, was passiert. Okay. Mach aus. Alter, ich komme noch nicht durch, weil das hier die ganze Zeit so rumpackt. Was? Es ist zu schnell. Egal. Tschüss. Draußen. Ja. Eine Seite. Andere Seite noch. Schnell drehen. Nein, das ist falsch gedreht. Ah, Hilfe. Ist nichts passiert. Warte. So. Sind die Dingsbums an? Ja. Hä, ich hab die doch alle aus. Trägheitsdämpfer. Ja, der ist an. Ja. Warum ist dann, aber da passiert ja gar nichts. Die sind ja alle nur an. Ja, die glühen immer. Kannst du, ja. Glaube, du kannst die nicht richtig ausmachen. Ist ja behindert. Tschüss! War nett. Ich flieg immer noch über dem Schiff. So. Ich glaube, das reicht. Ja, ich will dann nur... Es ist nicht ganz so einfach. Was? Warum nicht? Weil wir mit 228 Stundenkilometern rumfliegen und du versuchen musst, irgendwas anzubringen? Könnte man so sagen, ja. Ja, dann. Gleichen die irgendwas aus? Müssten sie eigentlich. Bis jetzt ist noch nichts passiert. Wir werden nicht mehr ganz so schnell. Das Problem ist, ich kann jetzt hier auch nirgendwo einfach Hydrogendinger, weil die mehr Power haben, ranmachen. Kannst du auch keine entfernen? Dass sich das vielleicht ein bisschen ausgleicht? Hin? Ja, das kann ich natürlich auch machen. Dann kommen wir nur nicht mehr nach oben. Ja, das ist aber tragisch. Ja, aber die bringen ja dafür nichts. Ja, nee, ich baue irgendwas anderes, aber es ist ein bisschen rumleckt. Warum? Okay, wir werden langsamer. Okay. Also, scheint auf eine komische, freakige Art und Weise irgendwie zu helfen, was du da tust. Ja, das sollte es ja auch. Ich glaube, da müssen wir welche in die andere Richtung, oder? Ja, das kann durchaus sein, wenn es soweit ist. Ach, da sind schon welche in der anderen Richtung. Ja, aber nicht so viele. Das Problem ist, Elfa! es ist nicht so einfach, wie es aussieht. Ich weiß nicht, lass es mega leicht aussehen, aber es ist. Sieht aber auch geil aus, wie manches einfach an mir vorbeifliegen. Wo bist du hin? Ja, ich bin auf der anderen Seite des Schiffs. Ah, okay, jetzt sehe ich dich, ja. Also wir werden so langsamer. So. Ja, das Problem ist, ich hätte gern Hydrogendinger rangemacht, aber das wäre zu. Vor allem noch verbinden und alles. Ja, ja. Jawohl, wenn du die auf die Hydrogendinger gesetzt hättest, dann wären die doch direkt da. Ja, aber die müssen ja zur Seite, ich habe keinen zur Seite. Ja, dann hättest du den eben gedreht. Ja, klar. Das ist ja auch ganz einfach. Ja. Du kannst das ja gerne machen. Nein, passt schon.
Ich muss hier koordinieren, dass es langsamer wird. Ich bin hier der langsame Koordinationsbeauftragte. Wie schnell ist das jetzt? 135. Wie schnell wird es langsamer? Soll ich das in Zahlen nennen? Ja, wie schnell sind wir jetzt? 120. Gut. 115. Ist ja schon mal etwas. 110, also es wird halt langsamer. Ich denke halt mir noch ein paar mehr nach links. Ja, das ist nicht ganz so einfach. Jetzt hör auf, das immer so rauszureden. Ja, das ist halt echt nicht einfach, weil ich muss irgendwie versuchen, hier auf das Schiff zu kommen, also da ranzukommen und da was ranzubauen. Und dann muss ich die auch noch drehen, weil ich die gerade gedreht habe. Das ist echt...